Wie konnte das passieren? 3 Wochen am Stück stand hier auf Mars Chroniken nicht Starship im Fokus. Aber das hat jetzt ein Ende. In der heutigen Ausgabe werfen wir wieder einen ganz genauen Blick nach Boca Chica, wo SpaceX ein unglaubliches Tempo vorlegt. Der neue gigantische Hochschutz streckt sich gen Himmel, das Schiff 20 hat bereits seine Triebwerke auffallen lassen und Elon Musk hat auf Twitter wieder für Furore gesorgt. Das und noch viel mehr erwartet dich heute. Wenn dir meine Raumfahrtnachrichten gefallen, dann freue ich mich, wenn du Mars Chroniken abonnierst und dem Video einen Daumen hoch da lässt. Das hilft dem YouTube-Algorithmus zu verstehen, dass Raumfahrt für alle ist. Wenn dir das nicht reicht und du mich mehr unterstützen willst, dann freue ich mich auch, wenn du mich mit einer YouTube- oder Patreon-Mitgliedschaft unterstützt, damit ich den Kanal immer professioneller gestalten kann. Alle Links in der Videobeschreibung unten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Heute beginnt das Starship-Update mit etwas, das nur peripher mit Starship zu tun hat. Wir wissen ja alle, dass Elon Musk ständig auf der Suche nach großartigen Ingenieuren ist. Ende Oktober zwitscherte er dann folgendes: "I'm thinking of starting new university, Texas Institute of Technology and Science." Also spielt er mit dem Gedanken, eine neue Uni zu gründen. Bei mir hat es auch etwas gedauert, bis es gesickert ist. Abgekürzt heißt sie dann TITS. Ich muss sagen, es ist schon witzig. Und Elon freut sich auf das Uni-Merch. Und wenn wir schon bei Merch sind, der neue Mars Chroniken Merch Shop ist online. Ich habe mir mit Moritz von Senkrechtstarter und Simon einen tollen Shop mit coolen Designs und bald auch mit der ersten Weihnachtsaktion zugelegt. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung unten. Kommen wir endlich zu den Starship-Neuigkeiten. Wie immer ist die Grafik von Brandon Lewis auf Twitter ein guter Startpunkt. In diesem Fall ist es vom 23. Oktober. Ganz links bietet sich uns ein unglaublich befriedigender Anblick. Das orbitale Tanklager ist nach vielen Monaten Bauzeit endlich fertiggestellt. Hier und da arbeitet noch jemand daran, aber die Tanks und alle ISO-Schalen stehen auf ihren Plätzen. Wir reden hier von 3 Tanks für flüssigen Sauerstoff, jeweils 2 für flüssiges Methan und flüssigen Stickstoff und einen Wassertank. Es wurde viel spekuliert, womit der Hohlraum zwischen Tank und Schale gefüllt wird, um bestmöglich zu isolieren. Nun, jetzt wissen wir es. Es wurden diese Säcke LKW-weise angekarrt. Diese Säcke sind mit Perlit gefüllt. Perlit ist ein chemisch und physikalisch umgewandeltes vulkanisches Glas. Es zählt daher als Gestein und wird von vielen Gewerben gerne als Rohstoff verwendet. In diesem Fall als Dämmmaterial. Um die wasserspeichernden Eigenschaften von Perlit zu optimieren, muss das Rohmaterial gepoppt werden. Damit ist schlagartiges Erhitzen auf rund 900 Grad gemeint. Bei dieser Prozedur wird das im Perlit enthaltene Wasser in Sekundenbruchteilen verdampft. Dabei weiten sich die Kanäle im Gestein und das Volumen des Materials nimmt um bis zu 20% zu, wobei das Gewicht im Verhältnis zum Volumen betrachtet sinkt. Wegen der optischen und haptischen Ähnlichkeit wird gepopptes Perlit von einigen Hobbygärtnern für Styropor gehalten. Dafür steht hier dieser Ofen schon bereit, seine Arbeit aufzunehmen. Wir schauen uns hier auf Mars Chroniken immer wieder geile Jobs an, die man nur bei SpaceX findet. Heute möchte ich euch einen weiteren zeigen. Dieser Kerl darf auf dem Highway 4 Cryoschalen, Booster und Starships Gassi führen. Das nenne ich mal einen stabilen Arbeitsplatz. Auch einen coolen Job haben diese Bojenbeauftragten. Die Bojen werden verwendet, um die Tanks beim Platzieren der Schalen nicht zu beschädigen. Das sind alles Jobs, für die ich mir einen Haxen ausreißen würde. Aber ohne US-Staatsbürgerschaft kann ich das wohl vergessen. Aber ich schweife ab. Kommen wir zurück zur Tankfarm. Direkt daneben wurden 2 zugekaufte Tanks platziert. Diese sollen zusätzliches Methan lagern. Das sind gigantische Tanks. Um die voll zu bekommen, braucht man viele Tanklaster. Diesen macht man es jetzt viel einfacher, den Treibstoff anzuliefern. Direkt vor der Tankfarm, quasi neben der Straße, können die Tanklaster nun halten und abladen. Und das haben sie auch schon getan. Laufend kommen neue Laster an. Aber nicht alle haben Treibstoff geladen. Dieser LKW hatte den Schubadapter für Booster 9 auf der Ladefläche. Hier werden mal 13 mächtige Raptor-Triebwerke befestigt sein. Da außen drumherum wird ein weiterer Ring angebracht, der weitere 20 Raptoren beherbergen kann. Insgesamt liegen wir dann bei 33 Triebwerken. Und noch einmal, es geht hier schon um Booster 9. Unglaublich, welches Tempo SpaceX vorlegt.
Ich wollte die traurigen Nachrichten für das Ende aufheben, aber ich will es jetzt schon hinter mich bringen. Die HLS-Attrappe bzw. das Modell wurde verschrottet. Ganz emotionslos sind sie ihm mit schwerem Gerät zu Leibe gerückt. Hart mit anzusehen. HLS ist das Human Landing System, also die Mondlandefähre der NASA. Aber es gibt keinen Grund, an einem überarbeiteten Modell festzuhalten. Jetzt wird der Platz und der Stand in der Produktionsstraße benötigt. Die Arbeiten an der Infrastruktur sind zwar noch lange nicht fertig, aber in den vergangenen Monaten wurden besonders wichtige Sachen erledigt. Es wurden Leitungen gelegt, Straßen erneuert und vor allem wurde der orbitale Startplatz inklusive Tanklager, Starttisch und Turm im Wesentlichen fertiggestellt, sodass man mal arbeiten kann. Der Starttisch ist ein richtig kompliziertes Stück Technik. Es muss enormen Kräften standhalten und extrem viel können. Der Booster, der darauf steht, hat keine eigenen Füße. Stattdessen wird es am äußeren Rand zwischen den Triebwerken mit Klammern gehalten. Diese Klammern müssen sich beim Start genau im richtigen Moment zurückziehen. Der Starttisch ist mit seinem Quick Disconnect auch für die Betankung des Boosters zuständig. Dieser Mechanismus wird sich hier unten mit dem Booster verbinden und ihn mit Treibstoff beladen. Das Schiff selbst, welches beim Start auf den Booster gestapelt ist, wird über den Versorgungsarm des Turmes mit Treibstoff beladen. Die bisherigen Prototypen wurden von unten betankt, aber das hat sich als zu aufwendig herausgestellt. Deswegen haben das Schiff und der Booster getrennte Betankungsleitungen. Dieser Arm hier auf dem Startturm wurde vor einigen Wochen fertiggestellt und montiert. Hier sehen wir auf den Aufnahmen von NASA-Spaceflight.com auf YouTube, wie er sich bereits bewegt. Der Versorgungsarm wird sich mit der Schnittstelle am Schiff verbinden. Diese befindet sich am untersten Ringsegment des Schiffs, am sogenannten Leg Skirt, also jenes Segment, welche die Füße beherbergt hätte. Hier sehen wir ein solches Segment. Die nächsten beweglichen Teile sind die sogenannten Chopsticks. Diese sind dafür verantwortlich, den zurückkehrenden Booster im Fall aus dem Flug zu fangen und auf den Starttisch zu setzen. Deren Bau und Montage war schlimm aufwendig. Zunächst wurde der gesamte Mechanismus über Monate in drei Hauptteilen gefertigt. Der Schlitten und die zwei einzelnen Arme. Dann haben Teams begonnen, diese rote Hilfsstruktur zu bauen. Darauf wurde der Schlitten platziert, sodass sie die beiden Arme mit den Gelenken am Schlitten befestigen konnten. Schaut euch mal an, wie gigantisch dieser Bolzen ist, der die beiden Arme am Schlitten befestigt. Der Bolzen ist größer als ein Mensch und wiegt sicher so viel wie ein Kleinwagen. Als das erledigt war, begann Frankencrane mit einer seiner letzten großen Aufgaben. Innerhalb einiger Stunden hatte der Schlitten den Turm so umklammert, dass er bald an den Schienen auf den Hauptpfosten des Turms hinauf und hinunterfahren kann. Diese beiden Arme sind bereits ein erstes Mal auf und wieder zugeschwungen. Bald werden sie auch den Turm entlang hochkrabbeln können. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der große Schlitten mit 12 kleinen Schlitten in Zweierpaaren auf insgesamt 6 Schienen, jeweils 2 auf einem Hauptmast des Turms außen am Turm befestigt. Natürlich werden die ersten Booster noch nicht mit dem Turm gefangen. Zuerst werden die Booster mal unter Beweis stellen müssen, dass sie die weiche Landung drauf haben. Das macht SpaceX, indem sie die ersten Landeversuche mit den Boostern auf hoher See vor der texanischen Küste im Golf von Mexiko durchführen. Dank der tollen Animation von Nick Henning bekommen wir jetzt schon eine Vorstellung davon, wie das denn aussehen könnte. Das wird ein krasser Anblick, aber es wird schmerzen, die 29 bzw. 33 Triebwerke im Salzwasser ersaufen zu sehen. Ich weiß nicht, wie brauchbar ein Raptor-Triebwerk nach einer Wasserung ist. Vielleicht kann man zumindest Teile davon wiederverwenden. Aber wir werden sehen. Wenn dir die heutige Ausgabe gefällt, dann lass dem Video einen Daumen hoch da, damit der YouTube-Algorithmus versteht, dass Raumfahrt für alle ist. Und abonniere gerne Mars-Chroniken, wenn du schon dabei bist. Für die, die nicht genug bekommen können, habe ich auch Twitter, Instagram und TikTok. Dort versorge ich euch mit kleinen Häppchen Raumfahrt für unterwegs. Alle Links in der Videobeschreibung unten. Als Mitarbeiter begonnen haben, immer mehr Arbeit in den Booster-Teststand und den Testtank B2.1 zu stecken, habe ich mir schon gedacht, dass da etwas im Busch ist. Der B2.1-Tank wurde auf den Booster-Teststand gehievt, wo er sich einigen Tests unterziehen wird. Der Stand ist mit hydraulischen Pressen ausgestattet, die den Schub der Triebwerke simulieren, ohne ein echtes Triebwerk zu riskieren. Der Testtank wurde davor stark modifiziert. Unter anderem wurden die Ausnehmungen für die Grid-Fins verstärkt. Das alles steht jetzt neben der Raffinerie.
Ich vermute, dass Tests nicht lange auf sich warten lassen werden. Eine Sorte LKW, die im Moment ebenfalls in großen Stückzahlen ankommen, sind Farmischer, die laufend Frischbeton anliefern. Unter anderem auch für die Arbeiten am neuen größeren Hochschutz. Ein Großteil der Fundamentarbeiten sind bereits abgeschlossen. Mitarbeiter haben mit der Errichtung der ersten Stahlträger begonnen. Vermutlich werden sie in den nächsten Wochen mit dem Vorbau der Wandelemente beginnen. So haben sie es auch beim Bau des alten Hochschutzes gemacht. Wenn wir uns die Angelegenheit aus der Vogelperspektive von Mauricio von RGV Aerial Photography ansehen, dann sehen wir abgesehen vom rechteckigen Fundament für den neuen Hochschutz noch diese zusätzlich gegossenen Fundamente. Wofür denkt ihr, dass die sind? Wird der neue Hochschutz doch größer als gedacht oder kommt da etwas anderes hin? Was denkst du? Schreib es mir in die Kommentare. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass diese Feuer- bzw. Fluchttreppen für den aktuellen Hochschutz sind, da die Bar oben eine Fluchttreppe und einen Besucherzugang braucht. Oder sie werden für den Bau des neuen Hochschutzes gebraucht. Auch aus der Luft ist schön zu erkennen, dass die Landezone mit Markierungen zu einem Parkplatz umgewandelt wurde. Das Thema Parkplätze ist ein sich perpetuierendes Thema. Laufend werden neue Parkplätze gebaut, aber das SpaceX-Team wächst so schnell, dass dauernd Autos an den unmöglichsten Orten stehen. Da ist es ja auch nicht so wie bei uns in Wien oder Berlin, dass man eben mal in den Bus oder in die Straßenbahn einsteigen kann. Wenn man wohin will, muss man mit dem Auto fahren oder zu Fuß gehen. Die nächsten Wochen und Monate werden besonders aufregend, denn es stehen einige Tests an. Viele Systeme müssen getestet werden, darunter, ob die Chopsticks es wirklich schaffen, einen Booster auf den Starttisch zu setzen oder ob sie es schaffen, ein Schiff auf einen Booster zu stapeln. Aber auch ein statisches Feuer mit den erst kürzlich installierten zwei Raptor-Triebwerken, die S20 noch gefehlt haben. Und wenn wir schon bei S20 sind, wie aus dem Nichts wurde nach einer Reihe von Druck- und Cryo-Tests ein Pre-Burner-Test und im Anschluss zwei statische Feuer durchgeführt. Pre-Burner-Test bedeutet nichts anderes, als dass die Triebwerke gezündet werden, aber abgeschaltet werden, bevor Schub erzeugt wird. Theoretisch wird alles bis auf die Hauptbrennkammer angeworfen. Danach die zwei statischen Feuer. Dabei wurden die Meereshöhen optimierten Raptoren und ein RVAC oder vakuumoptimiertes Triebwerk gezündet. Beinahe alles ging nach Plan. Die zwei kleinen Feuer am Teststand waren wahrscheinlich nicht geplant, aber mittlerweile sind zwei Feuer nichts Aufregendes mehr. Nur wenige Tage später wurden dann zwei weitere RVACs von der Werkstraße zum Testgelände gebracht, wo Mitarbeiter direkt mit der Montage begonnen haben. Währenddessen konnten wir einen Blick auf Starships Hitzeschild werfen, denn so ein statisches Feuer ist eine große Belastung für die gesamte Struktur. Man sieht, dass einige Kacheln fehlen und einige beschädigt sind. SpaceX hat für diesen Fall sicher noch einen Trumpf im Ärmel. Wir sehen hier, wie ein Mitarbeiter am Hitzeschild für die Nasenspitze von S21 arbeitet. Bei genauerer Betrachtung habe ich gemerkt, dass er die Form jeder einzelnen Lücke mit diesem gipsartigen Block abmisst und die Gipsform durch Anhalten in die richtige Form bringt. Scheint sehr aufwendig zu sein, aber einmal abgemessen hat man die perfekte Form für immer. Genial! Nur eine Iterationsstufe nach S20 sieht der Hitzeschild bereits viel gleichmäßiger aus. Man sieht, dass sie laufend Fortschritte in der Fertigung machen. Die Tanksektion von S21 wird im Moment im Mittelschutz gefertigt, sodass ein neuer Prototyp bereitsteht, sobald sie mit S20 fertig sind. Hier sehen wir B4, wie es auf dem Testgelände auf einem Transportstand steht und für seine Testkampagne vorbereitet wird. Wir können damit rechnen, dass sie bald damit beginnen werden, die COPVs und die Wärmetauscher hier unten am Booster mit Abdeckungen zu versehen. Das sieht schon alles viel ausgetüftelter aus als noch vor einigen Wochen. Ich frage mich, ob dieser ganze Krempel irgendwann ins Innere des Boosters verschwindet oder ob drinnen schon alles voll ist. Auch die Triebwerke haben einen Schutzschild bekommen. Zum einen kann die Wucht so viele Raptor-Triebwerke, Geröll oder sonstiges aufwirbeln, welches die Triebwerke beschädigen könnte. So wie wir es schon bei vorherigen Tests gesehen haben. Zum anderen kommt der Booster mit den Triebwerken voran zurück in die Atmosphäre. Da entstehen auch enorme Kräfte und Temperaturen. Jedes Triebwerk hat außen noch einen eigenen Zugang, den man individuell öffnen kann. So etwas Ähnliches haben wir auch vorhin bei den RVACs gesehen. Könnt ihr euch erinnern? Unterdessen befindet sich Booster 5 im Hochschutz, wo der Methantank bereits auf den Sauerstofftank gestapelt wurde.
Die Gridfins sind ebenfalls schon installiert. Es werden immer mehr Raketenteile gebaut und geliefert. Das bedeutet, dass sie immer mehr Raketen bauen werden. Und je mehr Raketen sie bauen, desto mehr davon werden fliegen, wenn die ganze FAA-Sache zugunsten von SpaceX ausgeht. Diese FAA-Sache ist ein Bericht der US-Luftfahrtbehörde, wo SpaceX's Aktivitäten in Hinsicht auf Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit, Belastung der Anrainer durch Lärm und Schmutz und sämtlichen anderen relevanten Aspekten des Baus eines Raumfahrthafens in Boca Chica beurteilt werden. Hierbei bekommt die Öffentlichkeit die Möglichkeit, ihre Meinung kundzutun. Im vorläufigen Bericht, ich hatte schon berichtet, werden die grundlegenden Bedenken dargelegt. Aber ich glaube, dass sowohl Cameron County als auch die angrenzenden Städte und ganz Texas davon profitieren würde. Und deswegen mache ich mir keine Sorgen, dass sie sich dort weiter ausbreiten dürfen. Versteht mich nicht falsch, SpaceX muss zur Verantwortung gezogen werden, wenn es um Umweltschutz geht. Ganz freier Hand darf man ihnen auch nicht lassen. Ich finde schon gut, dass die Behörden ganz genau schauen, was sie denn so treiben am Strand den ganzen Tag und die meisten Nächte. Hier noch ein kurzer Blick auf einen kleinen Raptor-Wald. Finde ich einfach toll anzusehen. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass SpaceX immer weiter beschleunigt. Sie stehen nicht still. Es ist immer etwas zu tun. Hin und wieder passiert es, dass einer der vorgefertigten Ringsegmentstapel kollabiert. Das ist schon einige Male vorgekommen. Manchmal sind die Ringsegmente zu retten und werden repariert, manchmal nicht. Wie in diesem Fall. Nach dem Kollaps wurde das Ringsegment zum Schrottplatz gebracht. Bevor wir zum Schluss der heutigen Sendung kommen, möchte ich euch noch zeigen, wie ein LKW-Fahrer einem anderen dabei hilft, sich aus dem Schotterbankett zu befreien. Was ich verrückt finde, ist, dass diese Kette hält. Super stabile Kette. Wenn man bedenkt, hält jedes Kettenglied das Gewicht des gesamten LKW hinten, inklusive Fracht. So. Und jetzt möchte ich mich noch einmal gerne bei allen meinen Patrons und YouTube-Kanalmitgliedern für eure Unterstützung bedanken. Danke euch allen. Ihr macht es möglich, dass ich diesen Kanal immer professioneller betreiben kann. Mit dieser Meldung kommen wir auch schon zum gesponserten Teil der heutigen Ausgabe. Ich habe mir einen Medienpartner ins Raumschiff geholt. WADA möchte sich mehr mit diesem Nischenthema befassen, da sie Raumfahrt auch als ein sehr wichtiges Thema empfinden. Dort findest du auch andere interessante Artikel zu den Themen Nachhaltigkeit, Lifestyle, Technik, Musik und vieles mehr. Es gibt laufend Gutscheine, Gewinnspiele und zahlreiche andere coole Beiträge. Also schau gerne mal rein auf wada.at. So meine Lieben, damit war es das heute wieder von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.